Hallo Schatz. Ja, doch, doch, ich habe dran gedacht, aber ich muss halt arbeiten. Nein. Schatz, du. Doch, ich weiß, dass du heute Geburtstag hast. Ich. Schatz? Müller, jetzt hören Sie mal zu. Keine Zeit zum Träumen. Wir müssen fertig werden. Jetzt. Sie haben für heute genug rumgetrödelt. Ich kann nicht glauben, dass du mich schon wieder sitzen gelassen hast. Dein einziger Job war, mich vom Flughafen abzuholen, aber nein. Der feine Herr musste ja wieder so viel arbeiten. Da kann man ja seine Freundin mal am Flughafen stehen lassen. So war das doch nicht. Mann! Hey Müller, wir werden doch jetzt nicht müde. Sowas kann hier keiner gebrauchen. Jetzt müssen wir die Arschbacken zusammenkneifen. Egal was oder wer kommt oder anruft. Schatz, weiterarbeitet. Ich hoffe, du kommst noch. Schauen Sie mich an, Müller. Verflucht. Müller, reißen Sie sich zusammen. Hier spielt die Musik. Da sind die Daten und die Fakten. Das muss alles noch bearbeitet werden. Sie Schlappschwanz, hier wird nicht schlapp gemacht. Es gibt hier keine Pause für niemanden. Ich bin schon so fertig. Hör mal genau zu. Noch bin ich mein eigener Chef. Und jeder braucht mal eine Pause. Der Schein trügt. Oft setzen wir uns einfach nur selbst unter Druck. Aber zu welchem Zweck? Und lohnt sich das wirklich? Finden Sie das richtige Maß für sich. Fragen Sie sich, lebe ich, um zu arbeiten? Oder arbeite ich, um zu leben?